Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Schön für mich Box auf diesem Kanal. Die habe ich seit Ewigkeiten mal gewonnen jetzt bei Rossmann. Ich nehme da bestimmt schon 2-3 Jahre teil und habe jetzt tatsächlich das erste Mal gewonnen. Bei Müller geht das irgendwie immer besser bei mir, deswegen, naja. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein Gewinnspiel, findet einmal im Monat, Anfang des Monats statt. Bei Rossmann auf der Facebook-Seite und dort habt ihr dann die Chance mal teilzunehmen. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr eine dieser Boxen und die kostet euch nur 5 Euro, von daher lohnt sich natürlich immer. Ich mache sie jetzt mal auf, gucken wir direkt rein und am Ende, ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ihr seht es schon im Titel. Am Ende dieses Videos gibt es eine Verlosung, also bleibt dran, alles werde ich da nennen, also nicht alles, aber ich werde euch ein paar Infos geben darüber. Aber jetzt fangen wir jetzt erstmal mit der Schön für mich Box an und als erstes ist hier so ein, das ist übrigens die Juli-Edition und das hier ist die Karte dazu, die schmeiße ich aber direkt weg, weil die brauche ich ja jetzt nicht, wir gucken da jetzt so rein. Ich weiß übrigens schon, was drin ist und ich glaube, 3 Produkte behalte ich selbst und der Rest wird alles in eine Verlosung wandern, nicht in die jetzige, aber noch in eine spätere. Und ich fange mal an mit dem ersten kleinen Produkt und zwar ist es von Alouette, 4 Luftballons Einhorn. So sieht das Ganze aus. Da sind 2 drin, die so rosa-pink sind und 2 mintfarbene. Halt einfach ganz normale Luftballons und mit einem Einhorn halt drauf. Die behalte ich auf jeden Fall für die Einweihungsfeier bei mir oder so. Wird man dann sehen, wofür ich es genau benutze. Dann das erste Produkt für euch ist Style & Create by Isana Volume Heat Spray. Ein Styling-Föhn-Spray. Und ich habe genug Volumen hier, wie ihr vielleicht so seht. Da möchte ich eher gesagt nichts für haben. Und ich weiß, dass viele von euch das mögen, Volumen. Und von daher wandert das in eine Box. Dann könnt ihr euch darüber freuen. Genauso wie dieses hier Produkt von Isana. Lippenpflege-Sun mit UVA und UVB-Schutz. 20. Ich habe genug Lippenbalsam und ich brauche es einfach nicht. Ist bestimmt ein gutes Produkt, aber ich benötige es nicht, aber ihr könnt euch drüber freuen. Dann mache ich mal weiter direkt mit dem größten Produkt aus dieser Box. Und zwar ist das von For Your Beauty Professional Pyramidenbürste. Kreatives Volumen, Styling, antistatische Wirkung. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Volumen, ich brauche es nicht. Ich benutze auch immer den Tangle Teaser und das wird auch so bleiben. Andere Haarbürsten kommen bei mir nicht ran, nur der Tangle Teaser. Von daher auch etwas für euch. Dann geht es weiter mit einem Nagellack von Catrice. Das ist der Icon Nails Gel Lacquer in der Farbe 05. It's all about that red. Ich habe genug Rottöne, auch das brauche ich daher nicht. Aber ich wette von euch, freut sich da einer drüber, wenn er den mal eben in einer Verlosung gewinnen würde. Von daher, ja. Dann mal wieder ein Produkt, was ich behalten werde, ist von Isana My Dear Coconut. Das ist ein Duschpeeling. Und Duschpeelings kann ich immer gebrauchen und dann, ich rieche mal dran. Das habe ich noch nicht getan. Oh, das riecht richtig geil. Oh, richtig lecker. Also da freue ich mich schon drauf. Ich habe noch nie von Isana ein Duschpeeling benutzt. Von daher bin ich auch gespannt, wie grob oder fein das ist. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier 2 Cremes. Einmal von Alterra, das ölfreie Aloe Vera Gel. Das sieht einmal so aus. Ich habe ein Aloe Vera Gel von Etrebelle noch und bis ich das aufbaue, dauert ewig, weil ich eher Tagescremes so im Alltag benutze. Von daher werde ich das hier auch nicht gebrauchen. Genauso wie ein Produkt von Dove. Und zwar das Dermaspa Intensiv Verwöhnt, die Handcreme. Davon hatte ich eine Bodylotion. Ich mag die Reihe sehr gerne, aber auch bei Handcremes ist die Sache, ich habe so viele. Und Handcremes benutze ich eher seltener, muss ich sagen. Also da bin ich manchmal ein bisschen faul, was das angeht. Nur wenn sie wirklich so richtig spannend, sag ich mal, oder trocken sind, dann benutze ich Handcreme, aber eher selten. Von daher gehen die bei mir nicht so schnell weg. Von daher auch das könnt ihr irgendwann gewinnen. Als nächstes habe ich hier von Sun Ozone, Après Body Splash. Ja, erfrischt und pflegt, also ein Spray einfach. Ich brauche keinen Body Splash, davon habe ich genug. Wie fast bei allen Produkten, von denen ich hier gerade rede. Und es spricht mich jetzt auch nicht so sehr an, dass ich es behalten müsste. Von daher auch für euch. Und dann sind hier noch 2 Produkte drin. Eins für euch, eins für mich. Ich fange mal an mit dem Nivea Protect & Shave Rasierer mit Wechselklingen. So sieht es aus. Den habe ich schon mal von Nivea selbst zugeschickt bekommen, als er ganz neu war. Und ich habe euch damals auch gesagt, dass ich ihn nicht gut finde. Ich finde nicht, dass er für sensible Haut ist, wie drauf... Also es steht ja drauf, Protect.
das tut er nicht. Also ich finde, er ist eher grob so, sage ich mal. Und ich finde, er rasiert auch nicht gründlich. Also ihr könnt ihn gerne dann ausprobieren, wenn ihr ihn hier mal gewinnen solltet, aber ich fand ihn jetzt nicht so mega. Geschmackssache. Und dann habe ich hier noch von Revlon, weil es gibt ja Revlon jetzt ganz neu bei Rossmann, endlich mal in Deutschland, habe ich eine Mascara bekommen, und zwar die blaue. Das ist die Volume and Length Mascara. So sieht die aus. Und die werde ich gerne behalten, gerne austesten. Ich habe noch sehr viele Mascaras, aber irgendwann werde ich die probieren und ich bin sehr gespannt drauf. Das waren die Produkte aus der Box. Klar, ich verlose sehr viel davon, aber es hat sich dennoch gelohnt. Ich habe nur 5 Euro gezahlt, was für mich so die Frachtkosten sind. Und ich habe die Mascara behalten, ich habe ein Peeling behalten. Gut, das war's, die Luftballons noch. Aber das ist halt auch 5 Euro wert. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass ich Sachen an euch verlosen kann. Es macht mir auch Spaß, mal was zurückzugeben. Von daher freue ich mich auch jedes Mal darüber, wenn ich sehe, so, oh, das kann ich aber verlosen. Und ja, so ist das. Und jetzt, wo wir von Verlosung sprechen, zeige ich euch die Produkte, die ihr demnächst gewinnen könnt. Und zwar befindet sich das alles in dieser Box hier und ich zeige euch mal kurz, was da für die nächste Verlosung drin ist. Das sind hier einmal so, also ich mache das ganz schnell, weil ihr werdet das noch näher alles sehen. Das sind die Chocolate Super Bites, so vegane Knusperteile. Dann von Trackle Moon Soft Water Mint Rain, so ein Body Splash Körperspray. Aus der My Little Box, was ich erst vor kurzem gezeigt habe, solche Windlichter. Von Essence die Light Up Your Face Luminizer Palette, die übrigens jetzt auch aus dem Sortiment geht. Von daher habt ihr noch die Chance, eine zu bekommen. Von Lancaster ein kleiner Tan Maximizer. Nochmal von My Little Box ein Nude Nagellack. Ein Nagellack von Catrice aus der Essence Glitter in the Air LE, was ich mal zugeschickt bekommen habe, eine Augenbrauenpomade. Dann von Essence I Love Sparkle, habe ich auch zugeschickt bekommen, ein Lipgloss. Und aus irgendeiner Box das teuerste Produkt, was hier jetzt drin ist, von Lancôme, auch nochmal was für die Augenbrauen. Einmal ein Highlight und ja, Augenbrauenstift. So sieht das aus. Das könnt ihr alles gewinnen, was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst auf jeden Fall auf Instagram gucken, weil dort wird die Verlosung stattfinden. Also bitte einmal auf Instagram, das ist hier irgendwo verlinkt. Das findet ihr auf jeden Fall. Ansonsten, ich heiße da auch Laura's Beauty Channel, das solltet ihr finden können. Ja, unter dem nächsten Bild, was ich da posten werde, also diese Box hier werde ich posten. Und da sollt ihr dann, also alle näheren Informationen werden da noch drunter stehen unter dem Bild. Also einmal bitte durchlesen und bitte alles erfüllen, weil ich habe ganz oft das Problem, dass Leute sich das nicht durchlesen, einfach nur einen Kommentar oder so schreiben. Dann gewinnt ihr nicht. Denn ihr müsst dort, aber wie gesagt, steht alles nochmal da drin, 2 Freunde verlinken, dass die auch diese Verlosung sehen können. Und ansonsten, ich wurde oft gefragt, ob ich noch ein Question-and-Answer-Video machen kann. Von daher nutze ich die Chance und ihr solltet mir jeder eine Frage schreiben, die ihr eventuell beantwortet haben wollt in dem nächsten Video. Das wären die Sachen, die ihr dann erledigen müsst, aber wie gesagt, guckt bei Instagram nochmal vorbei. Ich wünsche euch viel Glück schon mal und ja, bis zum nächsten Mal dann.